Hier ein modernes Rotkäppchen. Dort ein paar Damen, die offenbar keine Angst vor dem bösen Wolf haben. In Wien werden wieder Dirndl getragen. Dabei war das traditionelle Gewand lange Zeit verpönt. Weil es nicht in war, weil es nicht hip war, weil es nicht modern war. Durch die Wiese ist es wieder wirklich modern geworden. Seit 2011 gibt es eine Wiener Wiesen, ähnlich wie in München. Sie zählt bereits zu den größten Volksfesten in Österreich. Und getragen werden Dirndl längst nicht nur zur Wiesenzeit. Diese Ladenkette hat ihre Umsätze in den vergangenen Jahren um ein Viertel gesteigert. Auch die Modelle haben viel dazu beigetragen. Tracht ist nicht mehr so verstaubt wie früher, sondern Tracht ist ein bisschen etwas Frischeres, etwas Lebendiges, etwas Junges einfach geworden. Auch zu Zeiten der Nazis waren Trachten beliebt. Aber der heutige Boom hat nach Ansicht von Experten überhaupt nichts mit Volkstümelei zu tun. Die Jugend von heute, die nimmt das als folkloristisches Ereignis und spielt damit und trägt es, wie sie will. Und das kann von den Kreationen der Modeschöpferin Susanne Bisowski reichen, bis hin zum etwas klassischeren Dirndl. Hauptsache Spaß.